Hallo und herzlich willkommen zu TKBs Vorteil mit Dead Space 3. Wie meiner Seite meine liebreizende Frau. Ist das Diddletall? Ich habe gerade versucht, zumindest am Anfang ein bisschen im Rhythmus von dem, was man hier hört, zu gehen. Ach, das sollte es sein. Entschuldigung, es war wir schlecht. Wir haben jetzt neue Boxen, von denen kriegt ihr zwar nichts mit, aber wir haben eine deutlich bessere Soundqualität. Oh oh. Oh nein, 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 nicht die. Ich habe vollkommen vergessen, was wir gerade machen und wo wir hinwollen. Nur, dass ich so eine Frau habe, der ich nicht mehr vertraue. Und dass ich mich immer noch frage, wann Eddies Freund stirbt. Und das sind die Screecher, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aus dem zweiten Teil. Die kamen immer in solchen Gegenden. Ach, es ist angenehmer, alles hier hören zu können. Und der Sound geht ganz schön ab. Wenn du sagst, wenn ich runterdrehen soll. Autsch, autsch, autsch. Sagst, wenn ich runterdrehen soll. Du hast eben den Roboter hochgeschoben. Ich hoffe, du hast noch ein paar Medipacks dabei. Ist das eigentlich also, eine Shotgun, die du da hast? Ich hab's vergessen. Nein, das ist meine normale. Hat der Plasma-Cutter? Also, aber diese Action war gerade richtig cool. Hat schon lange nicht mehr so viel Spaß bei so einer Action. Weil man endlich mal wieder ordentlich hört, stimmt's? Ja, ich habe übrigens alles gehört, ich war nur zu konzentriert. Deswegen rede ich ja für dich. Genau. Deswegen habe ich dich hier. So, aber jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen dann auch mich heilen. Ich mag das einfach, wenn er das nachfüllt. Ja, das ist eine der wenigen Spiele, die richtig Wert darauf legen, diese coole Animation zu machen. So. Jetzt können wir aber endlich suchen, wo wir unseren kleinen Robo-Freund aussetzen können. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich machen, bevor ich von diesen Viechern unterbrochen wurde. Aber ich habe schon erwartet bei dem Anblick von den vielen Kisten. So, gut. Soll ich noch ein bisschen runterdrehen? Du redest ganz schön laut. Nö, ist okay. Oder... Also, wenn es an mir geht, kannst du es so lassen. Okay, dann lassen wir es jetzt so. Ah. Na dann. Und dann ist es aufgehört. Die neuen Boxen hatte ich mir eigentlich schon letztes Jahr gewünscht. Nur hat er hier das komplett vergessen, sie mir zu schenken zu Weihnachten. Nee, ich habe dir irgendwas anderes geholt. Irgendwas, was du in dem Moment auch gut gebraucht hast, das weiß ich noch. Ja, du hattest mir irgendwas besorgt. Ein Kühler. Ach ja, genau, einen neuen Kühler, aber ich wollte schon seit Jahren neue Boxen haben, denn die Boxen, die ich vorher hatte, hatte ich seit über 10 Jahren. Mhm. Ich wundere es, dass die so lange gehalten haben. Ja, und die Boxen, die sie jetzt hat, die sind absolute Top-Notch, muss ich sagen, von der Quality. Gott, ich weiß doch, dass ich kein Dolby Surround wollte, das fand ich doch zu übertrieben. Ja, also, okay, Dolby Surround, sie meinte eher, sie wollte so richtig fette Subwoofer nicht haben, wie ich sie bei meinem PC habe. Und ich kann es auch verstehen, einerseits, weil sie so wenig Platz hat. Und andererseits, ja, das ist halt auch ein bisschen praktischer, wenn es halt zum Beispiel, wenn diese 2.0 Boxen gut sind, dann kann man auch gute finden, die auch guten Bass liefern und auch noch diverse Anschlussmöglichkeiten liefern, die zum Beispiel so ein Riesengerät eventuell nicht liefert. Ich will einfach nur ordentlich hören können, die Spiele und die Musik, die ich höre und die Videos, die ich mir anschaue. Da reichen wir Stereo-Sound vollkommen aus. Aber da wir noch nicht irgendwie werbefinanziert sind, werde ich den Namen nicht sagen. Wir werden nie werbefinanziert sein. Ja. So, okay, jetzt habe ich alles eingesammelt und ich kann nur da lang. Okay. Wer sich für die Boxen interessiert, kannst du in die Kommentare schreiben. Genau. Dann können wir den Namen nennen. So, ach ja, wieder diese Spiele, die ich eigentlich mit Koop machen müsste. Ja, aber Koop geht halt nur über Internet, deswegen können wir es hier nicht zusammenspielen. Weil wir nur einen Account haben. Komm schon. So. Ist ja auch so kein großes Problem. Das musst du gleichzeitig, oder? Ja. Das machst du gut. Tja, ich bin halt gut im so schnellen Denken. Oh, verdammt. Aha, siehst du, das warum sage ich schon, mache ich einen kleinen Denkfehler, weil ich nicht aufgepasst habe, wo der eine Weg lang geht. So. Wobei, Koop wäre bestimmt auch cool mit diesen, dass der eine dann die Albtraumsequenzen hat, während der andere versucht, ihn zu verteidigen. Das müsste man aber auch auf 2 Kanälen hochladen, wegen dem sehr viel unterschiedlichen Videomaterial, das da rauskommt. So. Was war eigentlich gerade unsere Aufgabe? Ich glaube, wir sollten irgendwas besorgen, dass wir dieses riesige Vieh etwas auftauen können, um dann da reinzugehen. Ja, ich glaube, wir brauchen irgend so einen Hitzestrahler. Guck doch nach, hast du nicht irgendwo einen Missionslog? Ja. Genau, genau, Mission. Nutzt ein Versuchsobjektsonde, um die neutralen Netze dieses Dings zu untersuchen. Ach genau, wir müssen diese Sonden holen. Genau, die hat dir das gesagt und dann auch gesagt, was machen sie denn noch hier? Hauen sie ab. Ja, genau. So ziemlich direkt, nachdem sie dir die Aufgabe gegeben hat. Du hattest nicht mal eine Sekunde zum Weggehen. Hey Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben, anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein.
Was ist mit den Sensorteilen? 3 Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Oh, das ist so typisch. 3 Teile. Ja, aber vor allem, wie so ausgebrochen. Es sieht eher aus, als wäre es eingebrochen. Guck, das ist alles nach innen gebogen. Ja, jetzt wo du sagst, ich habe noch nicht so wirklich aufgetaucht. Ja. Aufgepasst. Aber er hat auch nicht gesagt, dass es ausgebrochen ist, sondern nur, dass es das halbe Lager mitgenommen hat. Nein, es ist aufgestanden. Und es hat das halbe Lager mitgenommen. Also soll es eigentlich nach außen gebogen sein. Nach außen, ja doch. Das stimmt, das sieht auch, ist nach innen gebogen. Das heißt, es muss wohl von außen reingekommen sein. Das ich höre schon wieder ein... Jetzt. Hast du nicht 2 Roboter? Nee, der eine ist, glaube ich, noch unterwegs, aber dürfte eigentlich auch schon jetzt wieder da sein. Das können wir kurz nachgucken. Ach, ich krieg immer noch diesen Nachteil-Dinger. Bald bekomme ich die... Oh, da hast du gerade viel in den Taschen. Oh, ich habe zu viele Sachen. Ja, ich glaube, ich muss demnächst mal hoffentlich was finden, um es abzuladen. Genau, mein Suchwort. Ach, genau, der eine ist schon in der Bank. Okay. Ah, wir haben Kapitel 11 nicht vergessen. Ping gibt's in Kapitel 14. Ah, 14, genau, ja. Ich erinnere mich... Nebenmission. Genau, es war eine Nebenmission. Das weiß ich noch. Wir haben jetzt circa die Hälfte des Spiels durch. Es ist schon sehr viel länger als Teil 1 und 2. So, und garantiert kommen jetzt gleich wieder ein paar Monster, denn hinter mir war jetzt gerade ein Lüftungsschacht. Wo Lüftungsschächte sind, kommen sie irgendwann. Ja klar, die Necromorphs sind nicht fern. Was war das für ein Geräusch? Ich frag mich, wieso die sich das überhaupt trauen, da unterwegs zu sein. Was, die Necromorph? Nee, bei diesen kaum stabilen Dingern, also dass der einfach drauf losgeht. Okay, was mache ich da gerade? Ich habe gedacht, du weißt das. Ach, ich hole irgendwas hoch, ich sehe es. Ah, ja, da ist eine Kiste. Diesmal habe ich ein bisschen vorweg gedacht. Okay, hält es jetzt? Ja, es hält. Sieht so aus. Okay, diesmal habe ich jetzt irgendwie ein Rätsel gelöst, ohne aufzupassen, dass es ein Rätsel ist. Rätsel in dem Spiel, ja. Du weißt, wie die Rätsel in diesem Spiel sind. Ja, ich habe es ja kapiert. Ich höre die Musik, die wird immer dramatischer gerade. Ja. Das gefällt mir nicht. Können wir weiter auf Isaacs Hintern starren? Ich wusste es. Und ich gehe wieder hoch. Ja, das sieht man hin. Ah, jetzt sieht man den Hintern schön. Ich würde, die kommen gleich oben aus dem Lüftungsschacht raus. Bestimmt. Dann kann ich sie ganz einfach erledigen. Na, kommt ihr? Wo sind sie denn? Nicht hier? Na, muss ich euch den Weg zeigen? Hier müsst ihr hinkommen. Das wollt ist enttäuschend. Ich wollte gerade sagen, normalerweise kann ich jeder immer so schön austricksen. Das ist gerade wirklich enttäuschend. Na, die wollen mich wohl nicht fressen. Die wollten eigentlich nur mit mir unterhalten. Und ich Idiot. Ich bin ein asozialer Idiot. Und ich habe nicht dran gedacht, dass die vielleicht auch nur reden wollen. Ja, ich würde, wenn du jetzt unten bist, wirst du gleich angegriffen. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Also, wo sind unsere Feinde? Na? Irgendwie haben sie Muffensausen gekriegt, oder? Ah, ein Teil gefunden. 1 von 13 Teilen. Na, dann schau dich mal weiter um. Okay, das ist kein separater Platz, den ich dadurch brauche. Wichtig. So. Gut zu wissen, da liegt noch was. Ich finde, das ist das nächste Teil. Sonderrahmen. Sonderrahmen, ja. Teil gefunden. Oh, das heißt, ach stimmt, ich glaube, dadurch kriege ich eine neue Waffe. Ja, ich habe gedacht, ihr wolltet eigentlich das zum Auftauen benutzen und jetzt sollte eine Waffe draus werden, hä? Ja, schon komisch, ich weiß. Ah, und schon fängt's an, Platzproblem. So, was schmeißen wir denn weg? Tu doch deine Munition auffüllen, da ist sie voll. Nee, die ist voll, aber ich muss jetzt, wie gesagt, ich muss jetzt 1, 2 Sachen wegschmeißen. Ein kleines Medipack wegwerfen. Ja, die brauche ich nicht. Wie lasse ich die fallen? Ich glaube mit F. Nee, mit F gehe ich aus dem Menü raus. Vielleicht mit D wie Drop? Mit Q vielleicht? Auswählen? Ah, da. Entfernen. So. Und das ist das letzte Sondenteil. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Du musst mal wieder alles tun. Natürlich muss ich alles tun. So. Was ist wichtiger? Lebensenergie oder Munition? Du hast so viel Lebensenergie, ich würde die Munition jetzt erstmal lassen. Nehmen wir lieber die mit. So. Das Ding ist aufgegangen und das Vieh ist nie rausgekommen. Vielleicht hast du einen Bug ausgelöst, weil du direkt wieder hochgegangen bist, nachdem das passiert ist. Nee. Wenn ich dadurch die Viecher loswerde, habe ich nichts dagegen. Ist allerdings nicht besonders viel passiert jetzt in dieser Gegend. Es ist ganz schön ruhig. Ich wollte sagen, irgendwie bin ich enttäuscht. Ich kann mich auch erinnern, dass hier eigentlich etwas los war. Vielleicht kommt es jetzt erst. Das kann sein. Weißt doch, entweder wenn du eintriffst, wenn du gerade mittendrin was machst oder wenn du gehen willst. Genau. In meisten Fällen bei allen 3 Sachen.
Langsam nervt mich das. Ich würde es ja gern abschalten, aber... Na komm. Nein. Dann find mal deine Bank. Gut, ich bin gerade enttäuscht. Ich schätze mal, wir müssen da jetzt rein. Gut, dann geben wir die Sachen halt ab. Tja. Auf jeden Fall ist was aufgegangen und ein Vieh habe ich auch gehört, aber es scheint danach überhaupt kein Interesse mehr an dir Fortschritt gespeichert. Haben. Das heißt, hier passiert jetzt was. Oh, ob die Creature zurück sind. Oh, das ist was Großes. Ach, das Vieh ist wieder da. Den hatten wir schon mal, aber ich kann mich nicht erinnern, ob er einen Namen von mir gekriegt hat. Kannst du dich mehr erinnern? Den habe ich doch so einfach besiegt, weil ich die Dinger einfach abschießen konnte. Genau, stimmt. Das ist auf jeden Fall einer der größeren, die man ordentlich sieht. Nicht ganz so groß wie in dem ersten Teil, der Boss. Oh nein! Oh shit, das war jetzt aber nah. Yep. Der hat ja kaum Schaden gemacht, obwohl er nicht so auf den Boden geschleudert hat. Deine Rüstung ist wohl ziemlich gut. So. Und das Teil ist ab. Nächstes? So, nächstes Teil ist ab. Das hat ihm jedenfalls gestört. So, und jetzt wird noch die letzte erledigt. So, jetzt bist du aber erledigt, oder? Hoffen wir es mal. Er bewegt sich immer noch. Wow. Sag mal. Da ist eben Blut gespritzt. Alle Schwachstellen sind besiegt. Wieso lebt es noch? Es zieht sich aber gerade zurück. Ja. Aha. Nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt, wir finden ihn. Danke, Mr. Schwarzseher. Und außerdem, du tust ja gerade so, jetzt hätte ich das, Warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werde es rausfinden. Du willst eine Menge rausfinden gerade, Isaac. So, was wollte ich gerade sagen? Optionale Mission. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest irgendwas über den Mr. Schwarzseher sagen. Nee, nicht über den Mr. Schwarzseher. Ach, nee, der Kommentar von der einen so. Ach, keine Minute Verschnaufpause. Ach ja, wer macht denn hier die ganze Arbeit? Ich müsste das sagen. Ja, die hocken sich die ganze Zeit nur in die sicheren Orte und warten, dass du die Arbeit machst. Genau, so. Wo müsste ich jetzt eigentlich hin? Weil ich muss mal zu einer Werkbank. Es bringt nichts, sonst brauche ich die ganze Nebenmission gar nicht erst anzufangen. Dann such nach einer Bank. Ah, okay, bei der Nebenmission ist eine Bank. Na, dann geh rein. Na gut, dann mache ich die Nebenmission. Das ging fix. Ah, da ist die Bank sehr gut. Sehr schön. Nice. Dann kannst du jetzt das Teil zusammenbauen und da dein Zeug und alles. Da war ja gerade der Suchrobot. Den, was er mitbringt. Die Sondenwaffe. Sehr schön. Ich muss jetzt erstmal eine wegmachen. Ich mach mal meine Standard weg. Die ganzen Platinen. Oh, zwei sind sogar zurückgekehrt. Okay. Du hast einiges an Wolfram bekommen. Nice. So, okay. Aber ich will jetzt trotzdem das Ding eigentlich nicht haben. Ich will es wieder austauschen. So. Ich brauche nämlich erstmal die Sonde nicht. Na dann. So, jetzt laden wir echt mal ein paar Sachen ab hier. Am besten ein paar VD-Packs und ein paar Munitionsclips. Kannst du ja noch ein paar deiner kleinen VD-Packs mitnehmen. Da hast du so viele. Ja. So, und da stattdessen lade ich dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, machen wir so viel, das passt, ja. Das sollte passen. So, wie sieht eigentlich mein Torque-Stangen aus? Ich habe gar nicht aufgepasst, ich habe nur eine. Dann mach dir doch eine, das ist ja jetzt Wolfram. Ja. So. Die Torque-Stangen nie vergessen. So, er hat irgendwie gesagt, ich kann was Neues herstellen. Die Sondenwaffe, die hast du ja automatisch hergestellt. Hat er nicht irgendwas von Repetierer gesagt? Ach, stimmt. Ich sehe keinen Repetierer. Pitch Black 392, was ist das eigentlich? Die Waffennamen sind sowieso das Beste. Ja, und Röhren. Stolperfalle, so. Ich wollte gerade mit diesem Repetierer gucken, ich lasse mich so sehr ablenken. Nee, ich sehe keinen Repetierer. Hä? Du siehst doch Repetierer, das Ding. Na gut. Ich wollte das ein Teil und keine Waffe. Ach stimmt, ich wollte mal nach Waffen-Upgrades gucken, aber ich glaube... Da ist keine neuen. Aber ich kann hier mal... Ah, du kannst freischalten. Genau, schalten wir mal frei.
War es ja schon gut, wenn ich damit für die Waffe alles frei habe. Na dann, füg hinzu. So, was fügen wir denn hinzu? Ja, was brauchst du denn? Oh, beinahe wärst du in meinen Fuß gefahren. Aufpassen. Was? Ich habe den Stuhl gar nicht bewegt. So, oh Gott, das macht ja kaum was aus. Feuerrad, nachladen. Ah, nachladen wäre vielleicht nicht schlecht, denn das lädt verdammt langsam nach. Ich hab nur einen, der ohne nee, Downgrade ist. Ich warte lieber, ich hab's jetzt freigeschaltet, ich warte aber auf bessere Sachen zum Einsetzen. Na dann. Oder der vielleicht irgendwelche Teile, die besser wären? Plus ein Schaden, plus ein Sklip. Nee, okay, es passt schon. Das machen wir ein anderes Mal. So. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt auf diese Nebenmission. Wir haben noch 4 Minuten. Ach ja, mal sehen, was wir jetzt noch machen können. Ja, ich habe dir übrigens zugehört. Mal sehen, was wir jetzt noch hier an dem RIP-Upgrade machen können. Rick, nicht RIP. Ich bin noch nicht tot. Noch nicht, ja. Ach stimmt, darauf habe ich ja gewartet, weil ich hier so wenig Halbleiter hatte. Halbleiter, ja, jetzt hast genau, du genug Panzerung. Halbleiter. Oh ja, her mit der Panzerung. Yeah, baby. Luft hast du ja nie gemacht. Luft habe ich nie gemacht. Wolfram kostet das verdammt viel. Da habe ich ja alles schon abgegradet, auch wenn ich es in letzter Zeit nicht mehr benutze, wegen meinem zu überpowerten Raketenwerfer. Stasi hatte sich auch irgendwie erstmal dagegen entschieden, das weiß ich noch. Ja, ja, weil ich die vor allem nie verwende. Ach, lassen wir es erstmal. Ich will erstmal mein Rig-Upgrade haben, mein Panzerung. Dafür brauche ich Halbleiter und Wolfram. Das heißt, ich werde alles nicht verbrauchen. Also Halbleiter, Wolfram und Minium nehmen. Somatisches Gel, ich weiß es nicht mehr. Nee, somatisches Geber was nicht. Somatisches Geber was anderes. Aber was Altmetall nehme ich an. Altmetall, ja. Das findest du ja an allen Ecken und Enden. So, das war zum Beispiel. Oh! Unitology! Können wir so gleich was hinterlassen, kaum, dass sie da sind? Dann lies mal vor. Der King Fix. Tägliche Gedanken, Jacob Danek. Habt keine Angst vor den Herausforderungen, die noch vor euch liegen. Denn ihr seid nicht allein. Wir sind Millionen und unser Glaube an die Marker ist unerschütterlich. Wir haben Unterdrückung überwunden und sind eine der am häufigsten praktizierten Religionen in der Galaxis geworden. Mit den Mitteln der Church konnten wir eine Armee aufstellen und damit Urskov stürzen. Früher oder später wird Isaac Clark gefunden, die Schandflicke auf den Markern werden verschwinden und die Konvergenz wird kommen. Bleibt wachsam, das Ende ist nahe. Okay. Voll die Sekte. Ach wirklich? Ach, ein alter Fahrstuhl, den vertraue ich natürlich. Der ist ja nur 200 Jahre alt, aber ich gehe trotzdem rein. 200 Jahre bedeutet immer noch, dass er aus dem Jahr 2100 stammt. Denn hey, wenn der stecken bleibt, es gibt doch bestimmt noch einen Techniker, der lebt, oder? Du. Ja, was zum... Das kommt mir verdammt bekannt vor, hä? Ja, vielleicht also, waren wir hier schon mal. Nee, ich meine, hier ist auch gleich eine Anzugstation, bin ich jetzt... Bist du falsch gelaufen? Moment, habe ich überhaupt die Bonusmission ausgewählt als Ziel? Ich glaube nämlich nicht. Das sollte ich nämlich machen, ja. Genau, schon besser. Ah, da muss ich dann. Jetzt kannst du da rein. So, aber erstmal, hier macht's bip. Bevor du dann in den Aufzug gehst, können wir den Part beenden, das passt dann schön. Erst schicken wir den hier los, den ja, kleinen klar. Süßen. Ah, natürlich. Das ist eine der Stellen, wo ich mit diesem komischen Gleiter über die ganze Planetenoberfläche fahren kann, um Abkürzung zu nehmen. Ah. Ah, da bin ich also rausgekommen. Interessant. Gut, dann wenden wir jetzt den Part, bevor du den Aufzug betrittst. Gut, ich stelle mich jetzt direkt vor den Aufzug. So, da ist er. Gut, dann... Okay, dann hoffe ich, ihr habt wieder genauso viel Spaß beim Zusehen wie wir beim Machen von dem Part. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Daumen nach oben, Daumen nach unten, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Wir verabschieden uns mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.